Hallo Gamona, ich bin Marianne Rosenberg, bei mir sind Zoe. und wir haben eine weitere Loot-Chest erhalten. Loot-Chest, dort ist sie. Sehr liebevoll verpackt. Genauso liebevoll wie immer. Hast du eigentlich schon mal eine Loot-Chest aufgemacht bei uns? Nee, ich habe aber auf jeden Fall immer zugeschaut und ja. Du kennst also das Konzept, ne? Also ist angefüllt mit random, geeky, super coolem Stuff. Vielleicht fängst du einfach an und greifst uns das erste coole Merchandise-Dingy raus. Mein Loot-Chest-Debüt. Wo ist Loot-Chest, Jungfrau? Und ihr seid live dabei. Es fühlt sich an, als gehören die dazu. Ich hole einfach mal das raus. Schon mal ein guter Anfang. Irgendwelche Rabatte. Okay, also alles mit Loot. Das hier ist eigentlich mal das Schwachsinn, das sind einfach nur die Prospekte und so weiter und so fort. Das erste, was Hui rausgeholt hat, ist ein Big Bang Theory Bazinga-Sticker. Bist du Big Bang Theory-Gucker? Überhaupt nicht. Also klar, man hat schon was von der Serie gehört, aber selbst kein Fan unbedingt von. Ja, ich kenn sie halt auch nur, das hat gerade ein bisschen geblendet. So, da hat das. Ich kenne sie halt auch nur im Augenwinkel. Ich höre immer wieder, ich höre gemischte Sachen drüber. Manche Leute finden sie sehr, sehr gut. Manche Leute finden sie so ein bisschen, wie wir Amerikaner sagen, pretentious oder ein bisschen pseudo-nerdy oder so. Genau. Maße ich mir kein Urteil drüber an, aber hole ich mal das nächste raus. Es gibt so ein paar Konstanten bei der Luchas, ne? Also es gibt fast immer ein T-Shirt. Es gibt fast immer so eine Art entweder Aufkleber oder Aufbügel. Manchmal auch so Leckerlis, ne? So Süßigkeiten. Manchmal gibt es Plushies. Plushies? Und von es ist ein Pokémon. Es ist ein Drillbur Plushy. Drillbur ist ein Pokémon, das auf keinen Fall ein Maulwurf ist. Nein, nicht. Guckt euch an. Ja, wie man wohl sehen kann von Edition Schwarz-Weiß, kennen die neue Generation leider nicht so gut. Ja, und Wilbur ist nur geeignet für Leute über 4 Jahre. Ganz genau. Und irgendwas ist mit Wilbur. Er hat hier nämlich, guck mal, er hat hier so, fass mal an, zwei Harte. So Magnetdinger wahrscheinlich. Magnet wahrscheinlich. Genau. Ich guck mal gerade, ob es hier irgendwo steht. Aber wir könnten es über die Kassette in unserer Kamera anfahren. Nein! What the fuck are you doing? Ich bitte dich darum, uns zu erlösen und das nächste aus der Luchess. Alles klar. Das könnte ein besagtes T-Shirt oder sonst was sein. So. Ja, wie gesagt, Textilien, meistens T-Shirts sind natürlich sehr, sehr beliebt. Dann pack mal aus und zeig her das Teil. Oh, da bin ich sehr talentiert drin. Es ist sehr gut, dass Luchess uns immer wieder was zum Anziehen schickt, denn wir haben nichts. Hui, sprich mit mir. Werde sehen. Was ist? Es sieht aus wie ein... Das sollte eine Portal-Anspielung sein. Genau. Ganz stark an. Und dann packe ich hier kurz rüber, damit man sieht, es steht drauf: Will Test for Cake. Will Test for Cake. Und ja, hübsch, angenehme, bläuliche Farbe. Garantiert nicht meine Größe, weil es ist L. Ich raste total aus, wenn das jetzt eine Dose Gamonade ist. Oh, nein, noch nicht. Aber ich muss sagen, die Farben... Es ist sowas Ähnliches. Es ist ein Energy Drink, Raubtierbrause. Passend zu dem... genau. Zu dem Flyer, den du vorhin rausgeholt hast. Raubtierbrause. Sie hat einen... Raubtiergeschmack. Sie hat einen Raubtiergeschmack. Das heißt, sie riecht nach sie schmeckt nach Eichhörnchen und Elchurin. Wird wahrscheinlich, in dem Fall ganz stark an, ein Energy Drink wie jeder andere sein. Hat aber einen, ich weiß nicht, was ist das, ein Maya-Aztekenmäßigen Vogel als Logo? Ich mag den Vogel als Logo. Der gefällt mir. Oh, fühlt sich an wie ein Horoskop-Kekschen. Könnte auch einer sein. Ich schau mal selbst. Oh, was ist das für ein cooles Tim Burton-eskes Packungsdesign? Ein Pechkeks. Sag mal hier. Pechkeks. Sozusagen kann man sich gut vorstellen, wenn man das aufpackt, ist da ein Zettel drin und dann wird da wahrscheinlich. Ist ein Glückskeks. Ich verstehe. Aber ganz ehrlich, guckt euch doch mal dieses süße Tim Burton-Vieh hier drauf an. Wie geil ist das? Wirklich schnuckelig. Love it. Sieht aus wie eins dieser Albtraum-Pokémon. Bist du auf Imager unterwegs? Hui? Nee, nicht. Nee. Da gab es vor kurzem. Es gab mal so eine Reihe, wie würden Pokémon aussehen, wenn sie von Tim Burton designt worden wären. Okay. Und dann das Charmander, also der, wie heißt das bei uns? Glumanda. Glumanda, genau. Aus der Reihe ist da sehr, sehr beliebt gewesen. Okay. Kannst du ihn essen oder verträgst du ihn? Und selbst wenn, dann sterbe ich fürs Publikum.
Sorry, was gehört dazu? Das gehört zum Berufsrisiko dazu. Wow, der ist sogar schwarz. Das sieht aus wie ein Glückskeks, plus in schwarz, sag mal nochmal. Richtig schön verkohlt. Ja, ja. Nice. Oh Mann. Ich darf dich jetzt. Auch hier möchte ich hinweisen. Oh. Schmeckt genau wie ein Glückskeks. Auch hier möchte ich auf dieses Winterdesign hinweisen. Das sind so kleine Schädel drauf. Und ein Karo-Muster. Total süß. Und drauf steht, du wirst weder wagen noch gewinnen. Wir haben schon ein paar sehr coole Sachen rausgefischt. Tassen. Sehr beliebt in der Loot Chest. Tassen. Und heute Star Wars. Darüber werden sich einige in unserem Büro sehr, sehr freuen. Denn, können die damit ärgern. Star Wars Fans. Es ist eine X-Wing Commander Tasse. Sozusagen. Und wie ich finde, einen sehr, sehr coolen Darth Vader Artwork hier oben drauf. Das wissen die Leute wahrscheinlich von dir nicht, aber du bist ein Zeichner. Du bist als Zeichner und Maler unterwegs und das könnte man so sagen, ja. Also sowas, hast du da auch irgendwie eine. Kannst du es wertschätzen, so ein Artwork, wie schwer das ist, so einen Lichteffekt zu zeigen? Weil ich kenne mir das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, du kennst ja noch sogar die ganz alten Filmplakate mit Star Wars, Indiana Jones und so und gab ja diesen, ich weiß nicht, ob der Künstler eigentlich immer noch tätig ist. Der hat ja auch die Harry Potter Filmplakate gemacht. Genau. Und ja. Nee, ist immer wie eine Herausforderung, fordert immer viel Übung und ja, wenn du ganz hübsch aus. Damit haben wir bewiesen, dass da eine Tasse drin ist. Ich fühle mal schon mal so ein bisschen rum. Ah, scheint wirklich das Letzte zu sein. Ja, wir haben, ein, was von Transformers. Den ersten Eindruck mit den Leuten teilen, so. Tja, was ist das? Dies also ist er. Das ist ganz krass. Hat hier, einen Schalter. Was passiert, wenn ich den Schalter drücke? Vibriert es? Ja. Setz mal auf die Beine. Genau, genau hier vorne. Das war's dann mit der Loot Chest für. Ja, wir haben Ende April. Ich weiß nicht, ob es dann die für Mai ist. Der Fastmai. Ja, die für den Fastmai. Das war cool. Jo, wir cooles haben Zeug. Eine schöne Ausbeute. Vor allem, ich freue mich immer über Plüschis. Plüschis haben wir tendenziell meiner Ansicht nach zu selten. Genau. Und ja, ich fand es auch sehr schön, dass du dabei warst. Hat es dir gefallen? Ebenfalls. Ja, total. Ist das eine zufriedenstellende Ausbeute? Finde schon. Gibt es auch viel cooles Zeug. Ja. Gut, gehen wir jetzt mal zu den Kollegen und gucken, was die davon gerne wollen. Und ihr seht das nächste Video bei Corona natürlich die nächste Loot Chest. In der ich mir wieder das Mikro runterreißen werde. Ciao. Tschüss.